Eigentlich war Daniel Hartwig aus dem Dschungelcamp nicht mehr wegzudenken. Doch nach 9 Staffeln, seit 2013, moderierte er 2022 seine letzte Ausgabe. Mit Jan Köppen hat RTL zwar einen adäquaten Ersatz gefunden, dennoch war der Abschied kein leichter. Köln, neben Dr. Bob, 72, und einem gehörigen Ekelfaktor ist Moderatorin Sonja Siedlow, 54, die einzige verbliebene Konstante im Dschungelcamp, seitdem RTL 2004 zum allerersten Mal Promis in den australischen Busch schickte. Nach dem tragischen Tod von Zuschauerliebling Dirk Bach, 51, führte Daniel Hartwig, 44, von 2013 bis 2022 durch 9 Staffeln und 2 Ableger von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sein im vergangenen Jahr angekündigtes Ausscheiden sorgte sogar in der RTL-Chefetage für Missmut. Noch bis zum Finale am Sonntag, 29. Januar, kämpfen die verbliebenen Dschungelcamp-Kandidaten im TV-Dickicht um die Krone. 2 lange Jahre konnte Ich bin ein Star, holt mich hier raus nicht wie gewohnt in Australien stattfinden. Nun ist man bei RTL unheimlich froh, dass man jetzt endlich wieder hier produzieren kann, wie Unterhaltungschef Markus Küttner bei dwdl.de erklärt. Ganz und gar nicht froh war man beim Kölner Sender allerdings offenbar 2022, als Daniel Hartwig das Dschungelcamp zum letzten Mal moderierte und seinen Ausstieg bekannt gab. Ich habe es geliebt, die Show 9 Staffeln mit Daniel Hartwig zu machen. Er und Sonja Siedlow, das war schon ein ganz besonderes Duo und ich gebe zu, dass ich von Daniels Entscheidung, den Dschungel künftig nicht mehr moderieren zu wollen, nicht begeistert war, so Küttner weiter. Allerdings gibt es auch Zuspruch für Jan Köppen, 39, der am 13. Januar sein Moderationsdebüt im Dschungelcamp, alle Dschungelcamp-Sendetermine 2023, gab. Ich freue mich, dass wir mit Jan einen absolut gleichwertigen Ersatz für die Show finden konnten. Sonja und Jan, das hat sofort super funktioniert, lobt der RTL-Unterhaltungschef das inzwischen eingespielte Moderatorenduo. Auch insgesamt sorgt die 16. Ich bin ein Star, holt mich hier raus Staffel für gute Stimmung bei Markus Küttner. Ich bin hochzufrieden mit der Performance der Staffel, sowohl inhaltlich als auch beim Blick auf die Quoten. Aktuell liegen wir bei den 14- bis 59-Jährigen 2,3 Punkte über der Staffel des letzten Jahres, das ist toll und fühlt sich für mich und uns alle hier richtig gut an. Auch für andere zahlt sich die Produktion ganz klar aus. Als Dschungelcamp-Begleiter darf sich Marc Terenzi, 44, über eine astronomische Gage freuen.